herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin. Und heute sprechen wir mit Katharina Schüller, Startup Statisticals Consulting and Data Science GmbH, Vorstandsmitglied der Deutschen Statistischen Gesellschaft, Mutter von 4 Kindern und Saxophonspielerin. Genau, ja. Liebe Katharina. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Genau, die erste Frage, Katharina. Du bist doch Number Cruncher, könnte man sagen. Stimmt das? Und wenn ja, tut's weh? Nein, das tut nicht weh. Also es stimmt, ich ertappe mich oft im Alltag dabei, wie ich irgendwas zähle oder im Kopf überschlage und so weiter. Aber eigentlich sind mir Menschen mindestens genauso wichtig wie Daten, wie Zahlen, wie statistische Modelle. Aber wie können wir uns das vorstellen? Wie gehst du durchs Leben? Du sagst, du zählst gern, bist ein quantitativer Mensch. Also wenn du irgendwie eine Werbeanzeige siehst, wenn du irgendwie irgendwie Zahlen siehst, vielleicht sogar auch politische Argumentationen, schaust dir das dann gleich genauer an? Hast du einen anderen Blick als sozusagen jetzt der Normalo? Oder ist da so ein bisschen Berufskrankheit, wo du vielleicht dann auch immer wieder sozusagen den Number Crunch herausholst und dann das irgendwie gleich anfängst zu hinterfragen? Ja, also ich habe das jetzt im Alltag eher darauf bezogen, zum Beispiel zu überschlagen, okay, was kosten meine Einkäufe? Oder ja. Ich meine, ich gehe joggen und denke mir so, Gott, ich kann nicht mehr, ja, okay, aber 100 Schritte schaffe ich noch. Ja, und dann zähle ich das halt durch. Also so, was halt so die kleinen psychologischen Tricks. Nee, ich glaube schon, dass ich mir sehr viel durch meinen Beruf sehr viel kritisches Denken angeeignet habe. Also in dem Sinne, dass ich schnell hinterfrage, ist es wirklich so, wie es auf den ersten Blick ausschaut? Oder gibt es vielleicht etwas, weshalb die Dinge doch was anderes bedeuten könnten? Also ich versuche immer wieder zu unterscheiden zwischen, was sind die Daten und was ist die Bedeutung von Daten? Wie viel hängt es auch von meinem Vorwissen und meiner Interpretation ab? Oder auch wird vielleicht durch bestimmte Darstellungsweisen bewusst versucht, mich zu manipulieren, mich in eine gewisse Richtung zu bringen, dass ich eine Interpretation vorwegnehme, die eigentlich in den Daten und Zahlen gar nicht drinsteckt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und gibt es da Momente, wo man wahnsinnig wird? Zum Beispiel, wenn man Hitchhiker's Guide to the Galaxy hört und hört, dass 7,5 Millionen Jahre lang gerechnet worden ist, um auf die Antwort 42 zu bekommen und man die Frage gar nicht mehr weiß? Ja, die Frage ist, ob man die Frage überhaupt jemals gewusst hat oder die richtige Frage gestellt hat. Erlebst du das in deinem Beruf, dass man die Fragen nicht richtig stellt? Ja, das kommt oft vor. Also dass oder dass die Daten, die man erhebt, nicht zu der Frage passen oder eigentlich auch, dass schon eine Antwort gegeben wurde oder dass schon eine Entscheidung getroffen wurde und dann soll man eigentlich als Statistiker oder Data Scientist hergehen und soll anhand der Daten dann beweisen, dass das die richtige Argumentation war oder die richtige Entscheidung war. Also so im Grunde die Daten dienen nur dieser, ich sag's mal hochgestochen, der postdezisionistischen Argumentation. Oh, das musst du uns jetzt kurz mal erklären. Das musst du uns erklären, was du damit meinst. Naja, das bedeutet ja post, also nach, dezisionistisch, nach der Entscheidung und die Argumentation folgt halt hinterher. Okay. Aber das klingt gut, oder? Ja, es klingt mega professionell. Ist das vielleicht auch etwas, was gerade so in der ganzen Covid-19-Diskussion eine Rolle spielt? Da bist du ja auch sehr oft auch ein bisschen, hast du kommentiert oder hast du sozusagen, bist du auch als Experte mit aufgetreten. Kannst du vielleicht da so ein paar Eindrücke schildern? Ja, also natürlich bin ich nicht einverstanden, wie das alles abläuft, ja. Aber es liegt in der menschlichen Natur, dass wir genauso vorgehen. Wir sehen Daten, wir sehen Ergebnisse, wir sehen Muster, die vielleicht auch nur super sind und wir versuchen uns das Ganze kausal zu erklären. Es ist typisch Mensch, dass wir versuchen, alles in Ursache-Wirkung-Zusammenhänge zu bringen und Dinge auch im Nachhinein zu erklären. Aus statistischer Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich falsch, darf man nicht so machen, sondern ich muss, wenn, dann muss ich im Voraus entscheiden. Ich muss entscheiden auf der Basis von Daten, die ich habe und ich muss auch Entscheidungen beurteilen auf der Basis von Daten, die zum Zeitpunkt der Entscheidung vorlagen. Wenn ich jetzt sage, im März, April, Mai sind falsche Entscheidungen getroffen worden, was Lockdown oder auch Lockerung des Lockdowns anging, dann ist es nicht fair, weil man hatte damals nicht die Daten, die man heute hatte. Aber was ich natürlich schon sagen kann, ist, okay, warum hat man daraus eigentlich so relativ wenig gelernt oder scheinbar so relativ wenig gelernt? Vielleicht nicht mal unbedingt darüber, welche Daten es braucht und wie man diese Daten analysiert, sondern vor allem, wie datengestütztes Entscheiden kommuniziert wird. Also da sehe ich ein ganz großes Problem in der Kommunikation,
einer Covid-19-Strategie, mal wohlwollend vorausgesetzt, dass es eine umfassende Covid-19-Strategie gab und gibt. Aber das ist in der, glaube ich, in der breiten Bevölkerung nicht wirklich angekommen. Und ich denke, dass das große Teile des Unmuts jetzt auch mit verursacht hat. Erlebst du da auch sehr oft dieses Gefühl, das ist eh doch klar, woher alles kommt, wo alles hingehen soll? Also in Datenkommunikation, in diese Sache und auch in Unternehmen? Also es ist teilweise in beide Richtungen, ja. Natürlich sehe ich aufgrund meines professionellen Blicks, wenn ich Daten sehe, oft mehr als das andere sehen. Da bin schneller auf einer Spur, habe schneller eine Idee, wo man nachsehen könnte, was mögliche Zusammenhänge oder Erklärungen sein könnten. Aber ich erlebe oft auch das Umgekehrte, dass diese Erwartung da ist, wenn ich nur möglichst viele Daten habe, Stichwort Big Data, wenn ich möglichst komplexe Algorithmen drüber laufen lasse, KI und so weiter, Machine Learning und Hochleistungsrechner, dann ist eigentlich alles klar, dann kann ich jegliche Unsicherheit beseitigen und jede Entscheidung vorausberechnen. Und das ist eben falsch. Also es wird immer eine gewisse Restunsicherheit bleiben. Und zum Thema Entscheidungskompetenz, Datenkompetenz, KI-Kompetenz oder auch unternehmerische Kompetenz gehört am Ende, dass ich mit Unsicherheit umgehen kann und dass ich auch die Verantwortung für Entscheidungen unter Unsicherheit übernehme. Die kann uns kein Computer, die kann uns kein Datensatz abnehmen. Und das ist etwas, was auch viele nicht begreifen. Um das begreifen zu müssen, du warst wahrscheinlich voll der Mathe-Crack, oder? Das war dein Lieblingsfach und Statistik und Stochastik. Und kann man das so pauschal sagen, dass jemand wie du aus dieser Ecke kommt? Ich war relativ gut in Mathe, ja. Ich war auch gut in Deutsch und ich war gut in Kunst und in Musik. Okay. Ich sag's auch vom Spiel. Das spielt auf jeden Fall zusammen. Ich sage das deshalb, weil für meinen Beruf kommunikative Kompetenzen extrem wichtig sind. Auch die Fähigkeit zu verstehen, worum geht es hier eigentlich, was sind die Motive, weil wir immer wieder, also es entsteht auch oft bei mir der Eindruck, Menschen glauben, Daten sind einfach da. Die sind gemessen, die kommen aus der Maschine oder die kommen aus der Umfrage und die sind da. Aber Daten sind das Resultat von subjektiven Entscheidungsprozessen. Ich entscheide, welche Sensoren ich in die Maschine einbaue. Ich entscheide, welche Merkmale wichtig sind, dass ich sie erhebe. Ich entscheide, wie ich befrage und welche Menschen ich befrage. Und das hat großen Einfluss oft auf das Ergebnis, was rauskommt. Und immer diesen Link herzustellen zwischen der realen Welt und den Daten, die ich hinterher analysiere, das ist ein mindestens genauso großer Teil meiner Arbeit wie die reine mathematische Leistung oder Programmierleistung. Ich mochte Mathe. Ich mag alles, was mit Struktur zu tun hat oder mit Ordnung in Struktur reinzubringen, Dinge zu systematisieren. Ich war immer gut im Kopfrechnen. Ich war später auch gut in Mathe. Ich war im Abi in Mathe total schlecht, weil ich gedacht habe, Mathe muss man, also so in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, Mathe muss man halt kapieren. Wer Mathe lernt, der ist halt einfach zu schlecht für Mathe. Und habe halt dann auch nicht gelernt, das hat sich dann gerecht. Ich habe mir dann das Riemann-Integral noch hergeleitet im Mathe-Abi, für den Rest war dann die Zeit alle. Also wenn ich dreimal so viel Zeit gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich gut gemacht. Naja, aber das, glaube ich, hat mir auch nicht geschadet, auch mal Grenzen zu erkennen und zu sehen, dass es halt nicht nur Talent reicht, sondern dass Fleiß auch eine wichtige Komponente ist. Kann man durch den ganzen Datensalat als Otto-Normalverbraucher doch kommen mit ein paar Fragen, die wichtig sind zu stellen? Also die Kunst ist sicherlich auch zu erkennen und das ist auch in der ganzen Diskussion um Datenkompetenz jetzt ein Buch, denke ich, sollte ein wichtiges Thema sein. Was kann ich selber? Was sollte ich auch als normaler Bürgerin, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, was sollte ich können im Umgang mit Daten? Und wo braucht es denn Spezialisten? Also wo muss ich jemanden fragen? Das heißt, die Grenzen der eigenen Kompetenz zu erkennen, ist auch ein wesentlicher Teil von Kompetenz. Aber sicherlich gibt es ein paar grundlegende Fragen, die man sich stellen kann. Und eins ist immer wieder dieses kritische Hinterfragen, was steckt wirklich in den Daten? Und was ist eben meine Interpretation der Daten? Was ist Kontextwissen oder vielleicht auch nur Vorurteile, die ich hinzufüge? Da gibt es eine ganze Menge, was man sich aneignen kann, Fragen, die man sich stellen kann. Was ich in diesem Zusammenhang gerne empfehlen möchte, ist eine App, die wir gestern präsentiert haben, eine App für mehr Datenkompetenz, erfreulicherweise unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin. Diese App ist von den Volkshochschulen rausgebracht, heißt Stadtland Datenfluss.
Und die zeigt auf, wie Daten unser Leben im Alltag heute schon bestimmen, in welchen verschiedenen Lebensbereichen Arbeit, Mobilität, Gesundheit beispielsweise. Da gibt es aber auch in der Mitte eine Wissensbasis, die ist angesiedelt bei der wunderschönen virtuellen Volkshochschule. Und dort gibt es ganz tolle Hintergrundartikel zu den Treibern von Digitalisierung und Datafizierung, beispielsweise künstliche Intelligenz, Internet of Things oder auch Big Data. Es gibt aber auch Datenfragen, die dort behandelt werden, 6 Datenfragen. Und diese Datenfragen beziehen sich auf unterschiedliche Stufen des Prozesses der Wertschöpfung oder Entscheidungsfindung aus Daten. Also erstmal, wie komme ich überhaupt zu Daten? Wie komme ich von der Fragestellung aus der realen Welt zu Daten? Wie werden diese Daten dann weiter verarbeitet und analysiert? Wie interpretiere ich diese Ergebnisse? Wie finde ich raus, welche Qualität diese Daten haben? Und schließlich, wie handle ich am Ende datengetrieben? Und das ist immer an Beispielen, an Dialogen von Protagonisten ausgerichtet, die sich mit verschiedensten Fragen aus ihrer Lebenswelt befassen. Ja. Das würde ich sehr empfehlen, selbst wenn man nicht die ganze App durchspielt. Aber diese Datenfragen können einem schon einen ganz guten Überblick geben, wie ich an das Thema überhaupt rangehe. So, Ende Werbeblock. Das muss sehr spannend sein, neben der Bundeskanzlerin eine solche Geschichte dann auch anzukündigen. Aber du bist doch Mutter von 4 Kindern. Deswegen auch die Frage, wann muss man eigentlich anfangen, sich mit Daten auseinanderzusetzen? So früh wie möglich. Ich kann nur sagen, so früh wie möglich, weil Lernen aus Daten ist ja nichts anderes als empirisches Lernen, als Lernen aus Beobachten, systematisches Lernen. Und dann, du hast ja auch Kinder. Ich meine, du weißt es ja, wenn kleine Kinder, die können sich stundenlang damit beschäftigen, Dinge runterfallen zu lassen oder loszulassen, um einfach zu überprüfen, fällt er das immer noch nach unten, wenn ich es jetzt wieder loslasse. Ja? Das ist ja nichts anderes als empirisches Arbeiten. Also das ist im Menschen angelegt und ich glaube, da kann man sehr früh ansetzen, auch mit einfachen Visualisierungen, die unterschiedliche Dinge suggerieren können oder im täglichen Leben, im Heimatsachkundeunterricht, im Kunstunterricht, im Deutschunterricht, wie auch immer, ja, also über Daten zu sprechen, über Beobachtungen zu sprechen. Und ich habe es an meinen Kindern erlebt, zum Beispiel an meiner Tochter, und da war sie vielleicht 8 oder 9. Wir hatten so ein Gespräch beim Abendessen und sie meinte, sie hätte im Radio gehört, dass nur 15% aller Menschen jemals Zivilcourage gezeigt hätten. Und sagte ihr, Mama, aber dazu muss man doch wissen, wer überhaupt mal in der Situation war, in der man hätte Zivilcourage zeigen müssen. Und da hat sie natürlich völlig recht, ja. Aber das ist so ein typisches Beispiel, wo doch eine in den Raum geworfene Prozentzahl eigentlich ein völlig falsches Bild suggeriert wird, nämlich, dass die allerwenigsten Menschen überhaupt Zivilcourage haben. Mhm. Und das fand ich erstaunlich, dass es eigentlich möglich ist, sowas schon in so einem jungen Alter auch zu vermitteln oder dieses kritische Hinterfragen, ja. Und ich meine, Kinder tun das den ganzen Tag. Die fragen ja den ganzen Tag, warum? Und nein, du hast nicht recht. Nein, ich habe recht. Ja, ich meine, das kritische Denken ist, glaube ich, im Menschen durchaus angelegt und es ist wichtig, dass wir das so früh wie möglich ausbauen. Ich finde das einen super spannenden Gedanken, Katharina, gerade diese Kindheitsbeobachtung. Als Kind ist man unbeschwert, man probiert Dinge aus, ohne sich was zu denken und im Grunde genommen sind das ja auch Daten, die man da unbewusst irgendwie observiert oder aufnimmt oder wie auch immer. Ist es vielleicht gar nicht so richtig oder tun wir uns vielleicht gar keinen Gefallen, zu viel immer über Datenkompetenz oder Daten als solches zu sprechen, sondern geht es nicht eigentlich eher darum zu sagen, Daten sind Mittel zum Zweck und wir müssen uns überlegen, wie wir zukünftig lernen oder dass vielleicht auch das Lernen viel natürlicher wieder und intuitiver werden sollte, nicht nur im Kindheitsbereich, sondern vor allen Dingen auch eben dann, wenn wir erwachsen werden, wo das Lernen dann immer so ein Stück so einen formellen Charakter bekommt, so es wird uns aufoktroyiert und eben nicht mehr dieses, ich lasse was fallen und finde es heraus. Einfach so diese Frage, die mich beschäftigt. Daten sind wichtig, Datenkompetenz außer Frage, ganz wichtig, aber vielleicht haben wir in den letzten Jahren zu sehr über die Daten als solches gesprochen. Das ist eigentlich bloß so die Spitze des Problem-Eisbergs. Wie siehst du das? Ja, finde ich super spannenden Gedanken. Also erst freut es mich, weil mein Buch, was ich geschrieben habe, heißt Statistik und Intuition. Deswegen liegt mir Intuition natürlich auch nahe.
Ich habe in letzter Zeit immer wieder darüber nachgedacht, ob wir von Datenkompetenz, von Data Science überhaupt sprechen sollten oder ob das nicht eigentlich einen falschen Eindruck vermittelt von dem, was wir tun und dem vor allem, wozu wir es tun. Weil es richtet den Fokus ja ganz klar auf dieses Rohmaterial Daten. Aber am Ende interessieren wir uns doch gar nicht für Daten. Am Ende wollen wir Antworten haben für Fragen in der realen Welt aus dem unternehmerischen Kontext. Es geht um unternehmerische Probleme und es geht nicht um Datenprobleme. Wenn wir aber immer von Data Science sprechen oder von Datenkompetenz, dann richten wir unseren Blick darauf und gar nicht auf das Ziel, auf den Zweck dessen, was wir tun wollen. Also vielleicht müssen wir eher von, ja, Lernkompetenz, Lernkompetenz ist vielleicht zu breit, aber Informationskompetenz oder Wissenskompetenz, Information Science sprechen. Vielleicht wären das bessere Begriffe. Es ist jetzt auch noch nicht perfekt, aber einfach mehr in die Richtung dessen zu gehen und das stärker zu betonen, was wir eigentlich damit erreichen wollen und nicht das, wovon wir ausgehen. Vielleicht noch eine Überlegung in dem Zusammenhang. Du hast jetzt schon versucht, die passenden Begriffe, Beschreibungen zu finden. Finde ich super. Ich beobachte einfach auch manchmal, dass wir uns alle so ein bisschen auch wieder in so einem Diskussionselfenbeinturm befinden. Ja, also wir haben das Privileg, uns immer mit diesen Themen zu beschäftigen, uns Teil unserer Aufgabenbeschreibung sozusagen. Aber was machen wir jetzt mit all denjenigen, die vielleicht jetzt auch mit dem Begriff Data Literacy oder Daten als solches schon eben gar nicht umgehen können oder da auch gar nicht die Relevanz erkennen und wo wir vielleicht jetzt auch schauen müssen, wie können wir so jemanden vermitteln, dass so eine App wie Stadtland Datenfluss was Wichtiges ist, weil vielleicht so eine Person gar nicht auf die Idee kommt, die sich überhaupt mal runterzuladen. Hast du vielleicht da auch nochmal ein paar Reflexionen, wie wir es schaffen, diesen elitären Elfenbeinturm aufzubrechen, um wirklich möglichst viele Menschen ins Boot zu holen? Ja, das ist eben, du sagst es ja selbst, wir haben das versucht, mit dieser App wirklich mal umzusetzen. Hinter dieser App steht ein sehr, sehr umfangreiches, wissenschaftlich fundiertes Konzept davon, was Data Literacy eigentlich ist. Die basiert auf einem Kompetenzrahmen, den ich maßgeblich mitentwickelt habe für das Hochschulforum Digitalisierung. Das ist ein Think Tank vom Zentrum für Hochschulentwicklung und von der Hochschulrektorenkonferenz, angesiedelt beim Stifterverband. Und da ging es um die Frage, wie kann man so eine Kompetenz überhaupt fassen in allen unterschiedlichen Dimensionen, kann sie aber auch möglichst weit schon operationalisieren, sodass sich daraus ganz konkrete Lernziele ableiten lassen und so eine Kompetenz auch messbar und testbar wird. Und das Ganze war erstmal angesiedelt für den Hochschulbereich. Der Ansatz, den wir verfolgt haben und den ich für sehr vielversprechend halte, ist von einem kompetenzdefinierenden Prozess auszugehen, also von der Frage, was will ich eigentlich tun und welche Kompetenzen brauche ich auf diesem Weg, um diesen Prozess effizient und effektiv zu erledigen, das heißt, zum gewünschten Ziel zu kommen und das auch mit einem vernünftigen Ressourceneinsatz. Und daraus sind eben diese verschiedenen Stufen der Wertschöpfung aus Daten entstanden, anhand derer sich jetzt auch diese Kompetenzbereiche ableiten. Und da wir gesagt haben, es handelt sich um eine Schlüsselkompetenz, gibt es auch drei Dimensionen, nämlich erstens Wissen. Also zu jeder Kompetenz gibt es natürlich ein spezifisches Wissen. Dann braucht es Fähigkeiten und Fertigkeiten, dieses Wissen anzuwenden. Also man muss es einüben. Und dann braucht es aber auch eine gewisse Haltung, Werthaltung und eine ethische Dimension. Das heißt, die Bereitschaft, dieses Wissen auch vernünftig, rational und auch in einer positiven Intention, also ethisch fundiert anzuwenden. Das kommt mit dazu, das wird häufig vergessen oder mal so am Rande behandelt, zieht sich aber in diesem Kompetenzmodell durch jede einzelne Teilkompetenz mit hindurch. Das heißt, es gibt zu jeder Teilkompetenz Beispiele für Wissen, Beispiele für Fähigkeiten und Beispiele für Werthaltung. Das ist sehr, also ich sage schon Beispiele, das ist in dem Kompetenzrahmen selbst schon ziemlich genau oder ziemlich weit runtergebrochen, sodass man es in der Hochschulbildung direkt in Kurse übersetzen kann, wird auch bereits getan. Ich glaube, um die 2 Dutzend Hochschulen haben inzwischen Data Literacy Programme aufgelegt, die sich an diesem Kompetenzrahmen auch mit orientieren. Die nächste Herausforderung war, das in dieser App so zu übersetzen, dass es für die Erwachsenenbildung funktioniert, wo es weniger als in der Hochschule darum geht, auch aus Daten etwas zu produzieren, also diese Daten zu analysieren mit statistischen Methoden, mit KI-Methoden und so weiter, sondern darum, vorhandene Daten, Datenprodukte, also Statistiken, Visualisierungen und so weiter auch zu interpretieren und zu hinterfragen. Also ein bisschen andere Sichtweise. Aber was sich da feststellen ließ, war, dass der Kompetenzrahmen grundsätzlich auch dafür funktioniert. Und das finde ich
sehr ermutigend, weil ich auch viel darüber nachdenke, wie man Datenkompetenz vielleicht schon in der Grundschule vermitteln könnte oder in ganz spezifischen Berufsbildern in Unternehmen. Vielleicht kann man ja auch für Unternehmen solche Apps entwickeln, die jetzt dieses Kompetenzbild, diesen Kompetenzbegriff sich zum Vorbild nehmen. Jetzt aber die Frage, wie vermittle ich das? Und vor allem, wie vermittle ich das an Menschen, die vielleicht nie gelernt haben, wie man lernt? Oder die das Lernen schon lange im Laufe ihres Lebens wieder verlernt haben, weil es einfach im Arbeitsleben nicht mehr so täglich zum täglichen Job gehört. Und ich denke, das sind wir bei einer ganz spannenden Frage, digitales Lernen, wenn wir über digitales Lernen sprechen, und das ist ja wahrscheinlich jetzt auch das Mittel der Wahl, dann geht es nicht nur darum, dass ich eine digitale Lerninfrastruktur habe, also die passenden Endgeräte, dass ich Digitalisierung nutze, wir alle kennen den Spruch, Digitalisierung macht einen schlechten Prozess nicht zu einem guten Prozess. Ja? Und das geht hier ganz analog. Digitales Lernen macht schlechte Didaktik nicht zur guten Didaktik. Ja. Jetzt kommt aber erschwerend hinzu, dass Digitalisierung und auch unsere durch die Digitalisierung veränderten Gewohnheiten ja dazu führen, dass wir möglicherweise eine ganz neue Didaktik brauchen. Also ganz neue Überlegungen, wie vermittle ich eigentlich, wie groß können, sollten Lernhäppchen sein? Heute wird nicht mehr linear gelernt, sondern vernetzt. Wo docke ich an? Welche Lernpfade eröffne ich meinem User? Sollen die vorgegeben sein oder sind die sehr flexibel? Will ich das vielleicht auch verändern im Laufe des Lernens? Das heißt, zu Beginn relativ vorgegeben sein und dann aber neue Wege aufmachen, wenn jemand schon in der Lage ist, sich überhaupt in so einem neuen Feld zu orientieren. Ja, das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Und das finde ich halt auch sehr interessant, weil wir kriegen jetzt auch als Unternehmen immer wieder Anfragen, ja, könnt ihr nicht mal eine Schulung hierfür machen oder könnt ihr nicht mal einen Kurs hierfür anbieten? Ja? Wenn ich dann sehe, was so die Vorstellungen sind an Budget, an Zeit, die man da reinsteckt, dann sage ich so, okay, dafür kann ich euch vielleicht irgendwie was runterschreiben, was es schon gibt, aber ein gutes didaktisches Konzept entwickeln, das ist damit einfach nicht möglich. Und es wird oft vergessen, wie viel Aufwand da drin steckt, dass man nicht nur Inhalte einfach mal so präsentiert, sondern dass man die auch so präsentiert. Das ist wie beim Kochen, ja? Ich meine, ich kann ja irgendwie so ein Schnellrestaurant-Burger-Menü hinstellen, es sieht halt irgendwie nicht besonders appetitlich aus und dass du es halt runterkriegst, liegt vor allem an den Geschmacksverstärkern, ja? Aber ob das Ganze dann wirklich verdaulich ist, ob das nachhaltig ist, ob das dir damit hinterher wirklich besser geht und dein Körper sich weiterentwickelt hat, das ist ja doch sehr fraglich. Und du zahlst ja im Gourmet-Restaurant erstens natürlich für die guten Zutaten, aber auch dafür, dass das jemand wirklich kompetent zubereitet, schön zubereitet und dass du hinterher auch mit einer guten Erinnerung an das Essen rausgehst und nicht am nächsten Tag mit Bauchschmerzen. Und ich glaube, so muss man es auch sehen, ja, weil beim digitalen Lernen dieses Aufbereiten, dieses Drumherum, dieses wie mache ich das Ganze wirklich wohlschmeckend und gut verdaulich, das ist der größte Teil der Arbeit dahinter. Also das heißt, wir müssen alle Mitarbeiter zu Datengourmets machen, ja, damit sie dann auch richtig unsere Daten genießen können. Ich habe mal gelesen, auch mit Freude gelesen, deine Mutter muss sich ja auch damit auseinandergesetzt haben mit der neuen App und wie sie auch funktioniert mit 73. Müssen wir ältere Menschen anders adressieren in Unternehmen? Was hast du von ihr gelernt? Ja, ich habe schon von ihr gesehen und das habe ich auch von anderen in der Altersgruppe gehört. Die tun sich natürlich schwer damit, dass auf dem Handy ist es relativ klein geschrieben, sich da durchzuscrollen, auch immer wirklich zu finden, was steht jetzt wo, wo finde ich die Erklärung zu einem Begriff und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, sie ist ja dankbar dafür, dass die App derzeit noch relativ textlastig ist. Also sie sagt, lesen, das ist sie halt gewohnt. Da liest sie durch, damit kommt sie gut klar. Ich glaube, ja, ich glaube, wir müssen Altersgruppen unterschiedlich behandeln. Ich glaube aber auch nicht, dass alle 65-Jährigen oder alle 70-Jährigen gleich sind. Auch da gibt es große Unterschiede, je nach Interesse, je nach Vorbildung, je nach Spaß auch an neuen Medien. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir zuhören. Also, dass wir wirklich immer wieder Fragen zuhören, dass wir Feedback-Möglichkeiten geben, dass wir eben nicht dieses unidirektionale Lernen haben. Wir präsentieren einen Kurs und du hast den zu machen und dann machst du noch eine Prüfung und das war's, sondern uns immer wieder dieses Feedback einholen, dass wir auch sowas wie Peer-to-Peer-Learning erlauben, also dass Nutzer gemeinsam lernen, vielleicht auch in Wettbewerb treten untereinander,
dass möglicherweise Nutzerinnen und Nutzer selbst Impulse geben, was an zusätzlichem Wissen noch vermittelt werden soll. Also auch dieses nutzergeneriertes Lernen könnte auch ein ganz spannender neuer Ansatz sein. Aber nochmal, ich glaube, das Zuhören, und das kommen wir nicht drum herum. Da kommen wir immer wieder eigentlich an den Punkt, dass es sehr stark um die Frage des Lernens geht. Also wie lernen wir zukünftig? Welche Bedeutung hat Lernen? Auch das, was du gerade erzählt hast zuvor, gerade im Unternehmensbereich, wo man dann meint, naja, ich mache jetzt mal einen halbtägigen Workshop und dann ist alles gut, dann sind alle Leute fit. Das sagt ja etwas aus über die Art und Weise, wie wir das Thema auch teilweise versuchen, greifbar zu machen. Ja, das muss schnell gehen, und Lernen ist halt auch so, ja, das muss gemacht werden, um irgendein Ziel zu erreichen. Aber es ist aus meiner Sicht immer noch nicht natürlich verankert in dem, was wir tun, in allen Bereichen und vor allem auch zugänglich für alle Menschen. Gerade in Unternehmen fällt mir immer wieder auf, dass das Thema Lernen und Weiterbildung sehr stark auch mit Menschen in Verbindung gebracht wird, mit Führungskräften, mit Projektverantwortlichen, etwas einfachere Berufsgruppen haben zum Teil ja noch gar nicht den Zugang zu den Dingen, geschweige denn Zugang zu den Inhalten, die du gerade beschrieben hast. Also ich finde das sehr gut, was du da sagst, weil es unterstreicht eigentlich, wir haben nicht nur ein Thema beim Thema Daten, sondern wir haben auch ein Thema bei der Frage, wie können wir all diese Sachverhalte um uns herum, die sich ständig verändern, auch erlernen zukünftig. Und das geht halt nicht mit, ich habe mal eine Statistik gesehen, ich hoffe, sie stimmt, vor ein, zwei Jahren von Bitkom, dass im Durchschnitt in Deutschland Unternehmen 1,8 Tage in Weiterbildung investieren für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter. Jetzt kann man sich überlegen, in diesen 1,8 Tagen soll dann irgendwie agil drinstecken, Daten, Umgang mit Vernetzung, wie kommuniziere ich richtig? Dann kann man sich natürlich vorstellen, wie viel dabei rumkommt. Ich habe aber noch eine Frage in dem Zusammenhang. Wir haben jetzt auch ein bisschen über Datenkompetenz schon konkreter gesprochen. Gibt es denn Vergleiche im internationalen Umfeld? Also kann man sagen, wir als Deutsche sind da eher schlecht oder gut oder im Mittelfeld? Gibt es da irgendwie auch schon Untersuchungen, hoffentlich von Untersuchungen, die uns auch so ein bisschen verorten oder vielleicht auch Europa verorten im Gegensatz zu Asien und sagen wir mal Nordamerika? Mir sind keine bekannt. Hm. Ich muss aber auch dazu sagen, ein Punkt ist, es gibt meines Wissens, zumindest war das jetzt so bis vor ungefähr einem Jahr so, es gibt überhaupt keine standardisierten Instrumente, mit denen man Datenkompetenz überhaupt erheben könnte. Also Datenkompetenz im Sinne einer umfassenden Data Literacy. Und damit meine ich jetzt eben nicht nur, dass man Wissen reproduzieren kann, dass man wie eine Statistik interpretieren kann oder bestimmte Analysemethode beherrscht, sondern dass, wie ich es vorhin schon geschildert habe, als Schlüsselkompetenz, als Verstehen des gesamten Prozesses, wie aus Daten eigentlich Wissen oder bessere Entscheidungen entstehen. Und auch das ist, da ist noch ein ganz großer Forschungsbedarf, was dafür überhaupt Mess- und Testinstrumente sein könnten, wie man so eine Kompetenz dann auch geeignet operationalisiert und vor allem, von welchen Lernstufen wir eigentlich sprechen. Ja, also wenn wir, was du jetzt über Lernen angesprochen hast, dann geht es fast immer irgendwie um den Begriff des kognitiven Lernens. Also dass wir uns Wissen aneignen und dieses Wissen dann vielleicht noch in konkreten Situationen anwenden können. Aber das affektive Lernen bleibt eben oft außen vor, nämlich dieses Erkennen, das ist für mich wichtig, das ist bedeutsam für mein Leben, damit ich am Ende auch etwas wirklich besser machen kann und nicht nur, damit ich vielleicht irgendwie ein paar mehr Punkte kriege in meiner Zielvereinbarung oder mehr Geld verdiene oder einen besseren Job bekomme, sondern dass es wirklich wichtig ist, um meinen Job, um meine Tätigkeit besser zu erfüllen oder auch als Mensch in meinem Alltag besser zurechtzukommen in der digitalisierten Welt. Mhm. Das ist schon mal die erste Stufe, dieses Interesse überhaupt zu wecken und zu steigern und dann aber auch den Wunsch, Dinge richtig zu machen, Dinge besser zu machen, Daten zum Wohl anzuwenden, Daten nicht missbräuchlich anzuwenden oder ganz profan meine Tätigkeit als Programmierer oder als, wenn ich mit Daten arbeite, auch sauber zu dokumentieren, auch wenn es keiner von mir verlangt. Ja, also ich meine, wenn du dir mal anguckst, wie viele in Unternehmen irgendwie noch mehr oder weniger schnell mal was mit Excel machen, das wird nie wieder irgendwie aufgemacht, nicht sauber dokumentiert und einen Monat später weiß ich selber gar nicht mehr, was ich getan habe, geschweige denn irgendjemand anders, der sich das anschaut. Ja, auch sowas hat mit Datenkompetenz zu tun, also dass ich hier dafür sorge, dass meine Arbeit sauber weitergeführt werden kann. Das hat nichts damit zu tun, dass Menschen das in der Regel nicht können, ja, sondern das ist halt einfach, das ist lästige Arbeit und es wird nicht erkannt, warum das wichtig ist für mich oder für mein Unternehmen als Ganzes. Und dieses auch
also dieses affektive Lernen, am Ende etwas verbessern wollen, wirklich Wirkung zu haben und vielleicht auch andere davon zu überzeugen, dass es eine wichtige Kompetenz ist, die sie auch haben sollten. Das ist eine ganz hohe Stufe, aber wie will ich die abfragen? Ich meine, muss ich Systembeobachtungen machen, ja, oder Wirkungsforschung machen? Und das ist alles andere als einfach. Aber am Ende muss es ja darum gehen, also wenn eine Stadtverwaltung ihre Mitarbeiter auf Digitalisierungs- oder Datenkurse, Datenkompetenzkurse schickt, dann geht es nicht darum, dass sie hinterher Excel besser bedienen sollen, sondern es geht darum am Ende, dass eine Stadt bessere, bürgerfreundlichere Entscheidungen trifft. Aber wie will ich das messen? Und das muss ich überhaupt erstmal, muss erstmal im Klaren sein, dass das überhaupt das Ziel ist. Ja. Will man auch, also muss man auch ein bisschen mehr Leichtigkeit in das Thema hineinbringen, Daten, weil es ist oftmals so, dass man dann hört, oh, da kommen ja Datenerhebungen und da passiert irgendetwas. Kann man dann auch, also spielerisch damit umgehen? Also ein Beispiel, als meine Mutter schwanger mit Zwillingen war, war der Nachbarskind fest davon überzeugt, weil er gelesen hat, jedes dritte Kind auf der Welt ist ein Chinese, dass eine von meinen Geschwistern chinesisch sein würde, dass man dann auch diese Geschichten dann auch aufnimmt und mit denen spielt, auch in Unternehmen, auch mit Erwachsenen. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, wir können uns jetzt auch noch ein paar Minuten lang Statistikerwitze erzählen. Das müssen wir machen, Katharina. Jetzt hast du mir eine Vorlage geliefert. Einen richtig üblen Statistikerwitz, bitte. Ja, du kennst der Statistiker und sein Freund, der Betriebswirt, sitzen abends um 10 Uhr vorm Fernseher, trinken Bier, knabbern Chips und sehen dann einen Mann, der auf dem Hochhaus steht. Und dann sagt der Betriebswirt, du, ich wette mit dir um 10 Euro, der springt da runter. Der Statistiker sagt, nee, ich wette dagegen. Der Mann springt. Und der Statistiker zückt seinen Geldbeutel und dann sagt der Betriebswirt, du lass mal stecken, ich habe die 8 Uhr Nachrichten schon gesehen. Dann sagt der Statistiker, ja, ich auch, aber ich habe nicht gedacht, dass er es nochmal macht. Da muss ein bisschen wirken. Okay. Wenn man schon beim Lustigen ist, man muss sich ja immer fragen, zumindest habe ich immer insgeheim mich gefragt, ob wenn man Statistikerin ist wie du, ob zu Hause Date Night oder Data Night heißt, wenn du dann einen schönen Abend mit deinem Partner verbringst. Also Online-Dating hat sehr viel mit Daten und Algorithmen zu tun, so viel kann ich schon sagen. Das ist natürlich jetzt schon wieder so eine interessante Vorlage. Das sind natürlich die Themen, die uns interessieren. Ja, erzähl mal. Also natürlich, da geht es auch wieder um Matchmaking, ja, dass man bestimmte Parameter versucht zu matchen. Kannst du das ein bisschen detaillierter erklären? Wird das teilweise ausgenutzt und kann man das überhaupt als Nutzer durchblicken? Vielleicht haben wir in unserem Podcast einige Singles, die jetzt sehr interessant zuhören und vielleicht auch Tipps von dir bekommen. Wie kann man seine Daten so optimieren, um bei, ich will keine Werbung machen, bei den einschlägigen Plattformen da bessere Chancen zu haben, Katharina? Ja, die Frage ist, was verstehst du unter Chancen? Ja, also ich meine, ich kann jetzt natürlich aus zwei Perspektiven berichten. Aus der Perspektive der Unternehmerin fange ich mal damit an. Ich habe eines meiner allerersten Projekte war für eine sehr große Online-Dating-Plattform, einen neuen Persönlichkeitstest zu entwickeln, inklusive Matching-Algorithmus und allem drum und dran. Mhm. Mit der Vorgabe, es soll sexy und serious zugleich sein, das heißt wissenschaftlich fundiert, aber die Nutzer auch ansprechen. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Auf jeden Fall wurde dieser Test viele, viele Millionen Male gemacht und kam sehr gut an, auch in verschiedensten Sprachen umgesetzt und so. Also ich glaube, die waren happy damit. Es kam dann auch zu verschiedenen Folgeprojekten. Zum Beispiel gab es dann mal eine Kooperation mit einem großen Filmstudio, die eine DVD eines Films vermarkten wollten. Das war so ein Liebesfilm, Liebeskomödie. Und die Idee war dann eben, einen Kurztest zu machen, der den Geist dieser Komödie aufgreift. Es war ganz lustig, weil wir haben dann gesagt, okay, könnt ihr uns den Film mal schicken? Und dann kriegten wir so aus den USA eine Kassette. Es war leider eine Kinokassette. Also wir hatten halt keine Ahnung, wie wir die abspielen sollen. Und dann habe ich irgendwie alle meine Beziehungen spielen lassen und konnte die dann im Bayerischen Rundfunk überspielen lassen auf eine DVD. In der Zwischenzeit hat sie mir aber eine Mitarbeiterin von einem russischen File-Server gezogen. Also wir haben dann aber diesen Film, keine Ahnung, wie oft ich mir den angeguckt habe, um mir dann die lustigsten Szenen rauszusuchen und mir irgendwelche Fragen auszudenken. Das war richtig cool, also hat mega viel Spaß gemacht. Und schon auch immer mit der Idee im Hinterkopf. Und dann sind wir wieder eigentlich bei einem ähnlichen Ansatz über dem Kompetenzkonzept. Was für ein Konzept steckt eigentlich dahinter von Persönlichkeit und was für ein Konzept steckt dahinter von Persönlichkeiten, die matchen oder auch nicht matchen? Gibt es ja sehr viel Forschung drüber. Ich glaube nach wie vor, dass es
ein den Umständen entsprechend guter Test war. Das Problem ist halt, und das haben wir bei Dingen wie Online-Dating ganz besonders, aber wir haben es auch beim Thema wie autonomes Fahren. Ich komme gleich dazu, denkt man vielleicht erstmal, was hat das miteinander zu tun, ja? Im Grunde geht es hier um Algorithmen und es geht um KI. Und die Frage, wie gut KI oder Algorithmen, statistische Algorithmen, eigentlich Verhalten vorhersagen können. Das Ganze funktioniert super in Systemen, die durch Daten vollständig beschreibbar sind und die durch Regeln vollständig beschreibbar sind, selbst wenn diese Regeln nicht vollständig bekannt sind. Also bei sowas wie Schach oder Go funktioniert das. Alle Informationen über das Spiel Schach sind vor dir auf diesem Spielbrett in allen Figuren enthalten. Und wo diese Figuren stehen. Es gibt keine weiteren Informationen, die du nicht erkennst. Aber im Straßenverkehr, ja, was ist denn die Intention von dem Kind, das da am Rand steht und mal schnell guckt? Will das winken? Schaut es seinem Bruder hinterher? Beobachtet es den Verkehr? Oder rennt es gleich auf die Straße mit seinem Ball? Das wissen wir nicht. Ja? Das ist nicht vollständig beschreibbar oder nicht erkennbar durch die Daten, die wir haben. Diese Daten, die auch ein autonom fahrendes Fahrzeug erkennen kann. Ähnlich ist es beim Online-Dating. Was sind denn überhaupt die relevanten Daten über mich als Person, die ich preisgeben muss, damit du weißt, ob wir zwei jetzt zusammenpassen oder nicht? Ja, also so noch dazu, dass diese Daten, dass ich wahrscheinlich eine Tendenz habe, diese Daten zu schönigen. Also ich meine, man weiß, dass man tendenziell vom Gewicht, was angegeben wird auf Plattformen, ein paar Kilo abziehen, dazu rechnen muss und bei der Größe ein paar Zentimeter abziehen. Je nachdem, ja, und auch beim Einkommen ein bisschen Abstriche und was weiß ich und so. Ich meine, wer sagt denn schon, ich bin Menschenhasser und eigentlich bin ich total unattraktiv und ich schnarche übrigens die ganze Nacht. Also das wirst du auf keinem Dating-Profil finden, aber vielleicht sind das genau die Dinge, die dein Gegenüber dann am Ende nerven. Mhm. Dazu kommt ja auch die Regeln des Zusammenlebens. Die Regeln einer Beziehung sind nicht vollständig beschreibbar und sie sind auch nicht fix. Die werden auch teilweise ausgehandelt zwischen den beiden Partnern, ja. Also was ich mit meinem ersten Freund ausgemacht hatte, mir gesagt haben, so wollen wir zusammen sein, das gilt heute nicht mehr unbedingt. Also das ist auch eine Sache zwischen den zwei beteiligten Menschen. Deswegen wird das nicht möglich sein, das mit Hilfe von Online-Dating und Algorithmen präzise vorherzusagen. Vielleicht gibt es mal ein paar Glückstreffer, aber ich meine, wenn man es aus der Perspektive der Betreiber solcher Plattformen betrachtet, dann geht es ja auch nicht darum. Es geht ja nicht darum, dass die dir möglichst schnell deinen Partner fürs Leben finden oder deine Partnerin und dann bist du weg, sondern dich möglichst lange zu halten, dir das Gefühl zu geben, es gibt noch ganz viel Auswahl und jetzt hast du jemanden gefunden, aber vielleicht kommt noch jemand Besseres und ja, dann schau doch nochmal her. Also die haben ja kein Interesse daran, dass die zahlende Mitglieder möglichst schnell wieder verlieren. Okay, also war jetzt nicht unbedingt ein Plädoyer für solche Plattformen, sondern da doch Dating irgendwie ohne Daten im natürlichen Umfeld oder im reellen Umfeld, wenn es dann wieder möglich ist. Welche Rolle spielt denn irgendwie das Mindset auch bei der Datenkompetenz? Ganz am Anfang hast du gesagt, ja, für dich ist Mathematik, Statistik alles wichtig, aber eigentlich viel wichtiger sind auch die Menschen. Wenn ich an Menschen denke, denke ich auch sehr schnell an die Einstellung, an das Mindset. Wie siehst du das? Was ist da von der Beziehung auch erkennbar zwischen dem Mindset und der Datenkompetenz? Kann ich eigentlich datenkompetent sein, ohne ein innovatives, digitales Mindset zu haben oder bedingt das eine das andere? Also was Datenkompetenz ganz sicher bedingt, ist die Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen. Das geht ja schon bei dem Thema Datenkultur los, wenn ich nicht bereit bin, Lücken in meinem Fachgebiet, offene Fragestellungen zu identifizieren und zuzugeben, dass es die gibt und dass ich die noch lösen muss. Dann werde ich gar nicht auf die Idee kommen, die mithilfe von Daten zu untersuchen oder meine Prozesse mithilfe von Daten zu verbessern. Diese Offenheit spielt aber eine große Rolle, wenn es auch darum geht, Ergebnisse von Analysen oder Ergebnisse von künstlicher Intelligenz und so weiter auch mal zu beurteilen von Algorithmen, dass ich diese Offenheit habe, mir Ergebnisse auch mal anzuschauen, die dem widersprechen, was ich erwartet habe. Und nicht gleich zu sagen, nee, kann ja nicht stimmen, weil darf nicht sein. Dass ich aber umgekehrt auch Ergebnisse kritisch hinterfrage, wenn genau das rauskommt, was ich erwartet habe. Also diese Offenheit, dieses immer noch mal einen Schritt zurücktreten und zu überlegen, ist es wirklich so oder ist es vielleicht doch gerade zufällig, ein zufälliges Ergebnis, habe ich irgendwas übersehen? Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt von Datenkompetenz. Und wenn ich diese Offenheit nicht mitbringe, dann wird das nicht funktionieren. Ja, also die kleinen Schritte immer wieder reflektieren, selbstkritisch sein, nie zufrieden sein mit der Statistik oder mit der Erkenntnis, immer wieder hinterfragen. Okay? Kann man eigentlich datenkompetent sein, ohne das zu wissen?
glauben, dass man es nicht kann und man ist es doch? Gibt es da irgendwelche Anzeichen dafür, dass jemand da inkompetent wäre und nur blockiert? Das finde ich eine super spannende Frage, weil es gibt ja das Buch von dem Nobelpreisträger Daniel Kahneman, Schnelles Denken, Langsames Denken, der sagt eigentlich das Gegenteil. Wir Menschen sind überhaupt nicht in der Lage, statistisch zu denken, weil wir viel zu sehr in Heuristiken denken. Ich glaube, das ist zu polarisierend. Ich glaube, es gehört beides zusammen. Zu Datenkompetenz gehört auch diese Fähigkeit zur Intuition, zur Fähigkeit, auch mal Dinge schnell in Kontext einzuordnen. Da sind wir ja auch wesentlich besser als Maschinen, wesentlich besser als Algorithmen. Wir Menschen können schon aus sehr wenigen Datenpunkten lernen und die richtig, in vielen Fällen richtig einordnen. Die große Kunst ist halt zu erkennen, wann trügt uns eine Heuristik, wann müssen wir also tiefer graben und nochmal hinterfragen und brauchen mehr Daten. Weil wir Menschen ja oft auch gar nicht erkennen, dass wir gerade zu wenige Daten haben. Und wann ist es aber auch in Ordnung, sich darauf zu verlassen? Wobei ich jetzt merke, ich unterm Reden gerade selber, eigentlich ist das ein ganz spannender Punkt, weil wir Menschen sind durchaus in der Lage, wenn wir kritisch nachdenken, zu erkennen, dass uns Informationen fehlen. Mhm. Das ist eine Fähigkeit, die einem Computer fehlt. Ein Computer kann nicht sagen, ich habe zu wenig Informationen, um diese Frage zu beantworten. Mhm. Also das ist ja zum Beispiel auch was, wo sind immer wieder beim Thema Witze. Ja? Witze sind oft funktionieren oft so, dass Informationen in einen ganz anderen Kontext eingeordnet werden, als der, den man erwartet. Oder der Kontext, dass etwas für den Kontext fehlt. Es gibt so ein was war das? Ich habe mal so einen Witz gehört, I just got a management job at Old McDonald's Farm. I am the CIEIO. Ja, es ist auch so. Zum Wortspiel, ja, zu funktionieren hat die Witze einfach dieses Daten in einen ganz anderen Kontext einzuordnen. Und das ist halt typisch menschlich und du brauchst da nicht 5 Millionen Datenpunkte, um jetzt diesen Witz zu verstehen. Ja, du hast sofort die Assoziation, es geht um dieses Lied Old McDonald had a farm. Und das ist eine Form von Datenkompetenz, die wir Menschen in uns tragen. Also diese Fähigkeit, aus wenigen Beobachtungen die einzuordnen und auch sehr weite Assoziationen zu machen. Was also heißt, es könnten Tausende von Menschen oder Millionen von Menschen draußen sein, die eigentlich, wenn sie sagen, boah, Daten, damit will ich mich nicht beschäftigen, gar nicht wissen, dass sie es tagtäglich tun. Richtig. Genau, und das fängt bei ganz kleinen Dingen an. Ich meine, Stichwort Numeracy zum Beispiel, ja, also die Fähigkeit, Zahlen einzuordnen auf dem Zahlenstrahl. Wenn ich ist jetzt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gemacht habe, ja, aber ich gehe in ein Hotel, steige aus dem Aufzug und ich weiß, ich habe die Zimmernummer 426 und auf der einen Seite sind die Zimmer 401 bis 420 und auf der anderen Seite 421 bis 440. Dann weiß ich, also links die 400 und rechts die 421 bis. Dann weiß ich, ich muss nach rechts gehen. Ja? Und das ist eine ganz kleine Demonstration von Datenkompetenz, dass ich weiß, die 426 ist auf der rechten Seite, weil rechts die Zimmer mit 420 anfangen. Also wir machen sowas jeden Tag. Es ist uns halt einfach nur nicht bewusst. Lass die Hotels wieder bald öffnen, damit wir unsere Datenkompetenz wieder beweisen können. Ja, also genau. Es muss nicht immer gleich wahnsinnig komplex werden, ja, sondern es geht einfach um kleine Schritte, dass wir uns die klar machen, dass wir mit dieser, also es geht ja hier auch im Grunde um Abstraktionsfähigkeit, dass die uns Menschen durchaus gegeben ist. Wenn wir nochmal vielleicht eine Stufe höher gehen, also sozusagen von der Datenkompetenz zur digitalen Kompetenz, vielleicht so ein bisschen als Regenschirm oder als Schirmbegriff, der vielleicht noch eine Aggregationsstufe drüber steht. Was glaubst du, wird in diesem Feld in den nächsten Jahren wichtig sein? Also wir haben gerade schon gesprochen so ein bisschen über das Lernen, den Lernbegriff. Fallen dir weitere Punkte ein, wo du sagst, das wird in Zukunft einfach richtig wichtig sein, wenn es um digitale Kompetenzentwicklung geht. In Unternehmen, in der Gesellschaft, im Bildungssystem, auf individueller Ebene, wo auch immer dir was einfällt. Also ich glaube, dass in Zukunft digitale Tools für die unterschiedlichsten Bereiche immer zugänglicher werden. Das ist natürlich eine Folge von immer besserem UI, UX-Design, also dass alles immer intuitiver bedienbar wird. Dass uns aber, glaube ich, trotzdem klar sein muss, was können solche Tools leisten und was auch nicht. Also dieses,
Ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass es dazu verleitet, sich zu schnell für einen Experten zu halten. Mhm. Ja, und das kann natürlich wieder Datenthemen betreffen. Ich meine, jeder kann heutzutage eine KI bauen. Mhm. Ja, die Tools gibt es mittlerweile im Internet, das klickst du dir einfach zusammen. Ob das Ding dann am Ende sinnvolle Dinge tut, das ist ja völlig außen vor. Ja, aber dieses reine Zusammenbasteln kannst du. Ja. Jeder kann heute mit Hilfe von Word, mit Textverarbeitungsprogrammen, sein eigener Verleger werden. Ja, das sieht man an der Mailing an Books on Demand. Das heißt aber nicht, dass wir lauter gute Schriftsteller haben. Jeder kann seinen eigenen Podcast machen. Ob das hörenswertes Zeug ist, was da rauskommt, ja, also das ist mal völlig außen vor. Oder hier ist es natürlich der Fall in dem Podcast. Hier schon, ja. Eine also große Ausnahme. Oder war das Conscious Bias? Ich hoffe nicht, ja. Ja, oder mit Design-Tools, ja. Da macht sich halt jeder seine eigenen Logos oder was weiß ich. Also so ein bisschen dieses, weil die Tools so einfach zu bedienen sind, heißt es noch nicht, dass man die Fähigkeit hat, damit auch was Sinnvolles, was Gutes zu machen. Ja, oder auch fotografieren, ja, mit Instagram, den ganzen Filtern und so weiter. Also, ja. Und das kann möglicherweise auch dazu führen, dass wir den Wert dieser Kompetenzen, also egal ob von wirklich guten Data Scientists oder guten Schriftstellern oder guten Fotografen, nicht mehr so erkennen. Hm. Das ist, glaube ich, schon nochmal so ein Punkt, der wird uns verändern und wo wird es hinführen? Ich weiß es nicht. Katharina, da würde ich gerne nochmal einhaken mit einer Nachfrage. Und zwar, du hast gerade schon KI, AI erwähnt. Es ist ja schon so, dass wir in vielerlei Hinsicht nicht wirklich wissen, was da unter der Motorhaube passiert. Und wenn man sich auch so die aktuellen Studien ein bisschen anschaut, wenn man sich zum Beispiel vom Weltwirtschaftsforum The Future of Jobs Report anguckt, dann ist da zum Beispiel auch mal gestanden, dass zum Beispiel die Skills hinter Lesen, aktiven Zuhören und Mathematik in den nächsten Jahren abnehmen werden, weil wir uns immer mehr auf Assistenzsysteme sozusagen berufen werden, die dann für uns so ein Stück weit die Arbeit machen. Ich stelle mir die Frage, ob das nicht erstens so ein bisschen wieder gegenläufig wäre zum Thema, wir bauen Datenkompetenz auf, weil wir uns immer mehr darauf verlassen, was irgendwie dieses kleine Teil hier ausspuckt oder was auch immer. Und zum anderen auch die Gefahr, dass wir gar nicht so richtig mehr wissen, was da um uns herum alles passiert, weil wir eben nicht mehr die Zusammenhänge verstehen. Also vielleicht kannst du noch mal ein, zwei kurze Reflexionen bringen zum Thema KI im Zusammenhang mit Datenkompetenz, mit Zukunft der Kompetenz im Allgemeinen. Ja. Ich glaube, dass mehr Chance oder Risiko ist, hängt ganz stark von uns selbst ab. Ja. Ja, wenn wir durch diese Assistenzsysteme, durch vieles, was uns erleichtert wird, die gewonnene Zeit, die gewonnene Energie, die wir haben, damit verbringen, dass wir dann nur noch Computerspiele daddeln oder uns irgendwie ablenken oder stundenlang auf Twitter sind. Ich meine, ich bin da leider teilweise keine Ausnahme. Ja, gerade was Twitter angeht, ist es halt doch immer so lustig. Ich glaube, dann ist es wirklich von Nachteil. Dann verlieren wir diesen Bezug zu uns gegenseitig, aber auch den Bezug zu uns selbst als Menschen. Also dann fehlt das, was man so mit so Schlagwörtern wie Achtsamkeit, Reflexion, Nähe, zuhören können und so weiter, Empathie. Dann besteht schon eine Gefahr, dass wir das verlernen. Mhm. Ja, auch weil du durch dieses Social Media, durch diese Tools, die du hast, kriegst du ja auch so schnell Selbstbestätigung, die aber halt nur von sehr kurzer Dauer ist. Ja. Wenn wir aber sagen, okay, unser Leben wird in vieler Hinsicht erleichtert, ich muss viele Routinetätigkeiten, die mich geschlaucht haben, die einfach meine Kreativität, meine Intelligenz in Anführungszeichen beleidigt haben, die muss ich nicht mehr ausführen, weil ich nicht mehr jeden Tag per Copy-Paste irgendwas von einem Excel ins nächste rüber kopieren muss oder Zahlen irgendwo abtippen oder sonst irgendwas. Und ich diese Zeit nutze für mich, mich weiterzubilden, selber zu reflektieren, mich in interessanten Gesprächen mit anderen Leuten auszutauschen. Und sowas ist ja durchaus möglich, auch auf Twitter oder auf Clubhouse und so weiter. Ja? Also wirklich neue Horizonte zu eröffnen, dann glaube ich, kann das eine riesige Chance sein. Ja? Und dann sicher, ich denke, es gehört dazu, Dinge verstehen zu wollen und auch zu verstehen, wenigstens ungefähr, was verbirgt sich eigentlich dahinter, um auch zu verstehen, wo sind denn eigentlich diese Gefahren und wie kann ich dem umgehen, dass ich genau in die Schiene rutsche, meine Zeit nur noch zu verdaddeln. Weil letztlich geht es Anbietern von egal ob es jetzt Online-Dating-Plattformen ist oder Social Media und so weiter, es geht ums Geld, aber noch viel mehr geht es um meine Zeit und um meine Aufmerksamkeit. Ja, das ist die Währung heutzutage. Je mehr meiner Zeit der Anbieter bekommt, umso erfolgreicher ist er.
Und das zu kapieren, das ist meine Zeit und die kann ich mir nie wieder verdienen, wenn ich die einmal da auf Facebook verbracht habe, die ist weg. Ja, die kann ich nicht nochmal neu verdienen, die gibt mir niemand wieder zurück. Wenn ich das kapiert habe, ja, dann glaube ich, bin ich schon mal einen Riesenschritt weiter. Starke Aussage. Okay. Gibt es irgendwelche Don'ts, also auf Deutsch tu es nichts, die man dann auch beachten sollte, wenn man sich Datenkompetenz aneignen möchte? Was man gar nicht tun sollte, Hochmut. Zu glauben, man weiß schon alles. Mhm. Ja, also es gibt auch für mich immer noch jeden Tag wahnsinnig viel zu lernen. Es entwickeln sich jeden Tag neue Methoden, neue Tools. Ich bin auch nicht davor gefeit, auf Trugschlüsse reinzufallen oder zu schnell zu denken, jetzt habe ich es kapiert oder so ist es. Mhm. Also ich suche deswegen auch in meiner Firma immer wieder mit meinen Kollegen das Gespräch und sage, wie siehst denn du das? Habe ich das richtig eingeschätzt? Manchmal streiten wir uns auch ziemlich, ja, weil der eine denkt so und ich denke, nee, es ist aber ganz anders. Mhm. Aber nur dadurch kommt man weiter. Und das macht mir auch immer wieder klar, dass dass oft Dinge nicht so eindeutig sind. Also ich hatte vorhin mein Buch erwähnt, Statistik und Intuition. Als ich das geschrieben habe, gab es schon einiges auf dem Markt an Büchern wie so Lügner mit Statistik oder Lügen mit Statistik oder Statistik und Wahrheit oder wie auch immer, ja. Und es waren viele Beispiele über Missverständnisse in den Medien von Statistik, also unsinnige Aussagen und so weiter. Mhm. Was mich daran immer gestört hat, war dieser Gedanke so, es ist zwar super lustig, aber so blöd kann doch eigentlich niemand sein, dass man solche Fehler macht und die immer wieder macht. Und das ist mir dann klar geworden, dass es viele Situationen gibt, in denen es halt keine eindeutige Lösung gibt, indem man nicht sagen kann, das ist jetzt statistisch ganz sicher so oder anders, sondern man kann so sehen oder so sehen, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen. Ja, also dieses auch mal anzuerkennen, manchmal gibt es nicht die beste Lösung, sondern es gibt eine Bandbreite von Lösungen oder Aussagen, die kann man noch vertreten. Und irgendwo ist halt dann der Punkt, wo die Manipulation anfängt. Mhm. Aber die Wahrheit ist, und das gilt in der Statistik ganz besonders, die Wahrheit ist selten schwarz oder weiß, sondern das ist meistens irgendein Grauton oder, okay, wenn man Statistik liebt, ist es auch bunt. Besonders mit einem Datenstrahl. Genau. Ja, liebe Katharina, das ist mal ein Schlusswort. Ne? Also es gibt kein Schwarz oder Weiß. Wir haben 50 Shades of Data Gray oder irgendwie sowas. Das könnte man dann vielleicht hier zusammenfassend sagen. Also ganz herzlichen Dank, liebe Katharina, für deine sehr spannenden und kurzweiligen Ausführungen rund um Datenkompetenz und digitaler Kompetenz. Ja, liebe Leser und Leser, mit diesem Thema sind wir jetzt erstmal am Ende. Sie können mehr über Katharina und vor allen Dingen auch über ihre Überlegungen und Inhalte erfahren. Katharina hat ein Kapitel auch im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung verfasst. Und zwar geht es da nochmal ganz zentral um die Frage, wie hängt denn eigentlich Datenkompetenz und Datenstrategie zusammen? Ist das nicht wirklich auch ein zentraler Bestandteil aufeinander? Das können Sie sich dann ab Mai auch kaufen und bestellen. Wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten dann die Einzelkapitel für Sie zur Verfügung stellen. Und da gibt es natürlich auch dieses Kapitel als Online-Download für Sie zur Verfügung. Genau, das war das Gespräch mit Katharina Schüller, Gründerin und Geschäftsführerin von Startup Statistical Consulting und Data Science GmbH, Vorstandsmitglied der Deutschen Statistischen Gesellschaft. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag für eine spannende Persönlichkeit haben in diesem Themenbereich, dann senden Sie uns gerne eine E-Mail unter podcast.i40.de. Mit unserem Hashtag DigiKompetenz Podcast werden Sie verfolgen können, was sich bei uns alles im Podcast tut. Wir freuen uns ganz arg, wenn Sie sich das nächste Mal reinhören bei uns. Bleiben Sie digital kompetent. Ihr Philipp Rahmen und Ann Kowak.